Wer heute Mittag mit dem Auto nach Hannover kommt, findet nicht nur strahlenden Sonnenschein vor, sondern auch die Anfahrtsstaus rund um die IT-Messe CeBIT haben sich aufgelöst. Man schwebt also förmlich durch den Frühlingsverkehr. Was einem gleich auf dem Messegelände begegnet, sind Autos. Glänzende, schöne, schnelle. Sogleich lernt man aber, dass es ihr digitales Innenleben ist, was interessiert. Des Deutschen liebstes Kind wird immer mehr computerisiert und vor allem vernetzt. Viel Technologie ist da gerade am Entstehen. Wartungsfunktionen, Verkehrssteuerung, von Big Data über Clouds oder sprachgesteuerte Bedienungshilfen. Was wir jetzt hier gesehen haben, ist, dass ohne mein Zutun unterschiedliche Dienste miteinander verknüpft wurden. Auf der einen Seite den Terminkalender in meinem Handy, auf der anderen Seite das Navigationssystem, das in der Onboard-Elektronik untergebracht ist. Und dann als dritte Komponente wurde ein Wetterdienst angefragt. Und da es sich offensichtlich um eine gewisse Abweichung gehandelt hat, was das Wetter am Startort und am Zielort angeht, wurde empfohlen, doch einen Regenschirm mitzunehmen. Connected Cars oder vernetzte Autos spielen also eine große Rolle auf der CeBIT. Ein riesiger Markt tut sich für die Industrie auf. IBM und Google mischen hier mit, ebenso wie Continental, BMW, Audi oder sogar Landmaschinenhersteller wie die Firma Claas. Der riesige Mähdrescher ist eine Publikumsattraktion. Ganz viele technische Parameter der Ernte sind darin automatisiert. Die Fahrerkabine wirkt daher wie ein Flugzeugcockpit. Er hat einen Computer, also einen Monitor, direkt in seinem Sichtfeld, in dem er alle Einstellungen der Maschine vornehmen kann, aber eben auch die Daten, die die Maschine gerade die für den Fahrer interessant sind, wie zum Beispiel Spritverbrauch, wie Ertrag auf der aktuellen Fläche. All diese Daten kann er natürlich auch dort einsehen. Man merkt, ein Großteil der Ernte wird ferngesteuert, aber auch der Straßenverkehr, ja sogar der einzelne Fahrer wird immer mehr in weit verzweigte Informationssysteme und Datenströme einbezogen. Immer einfacher, immer sicherer und umweltfreundlicher soll Autofahren werden. Und die deutsche Wirtschaft ist weltweit ganz vorn bei diesem Geschäft dabei. Welch riesige Bedeutung das hat, unterstrich VW-Chef Martin Winterkorn auf seiner CeBIT-Eröffnungsrede. Ich jedenfalls bin überzeugt, das Auto steht vor einer neuen Ära der Digitalisierung. Und wir sind jetzt deshalb dabei, das Auto rundum zu vernetzen. Mit dem Fahrer, mit anderen Fahrzeugen, mit der Verkehrsinfrastruktur und letztlich mit allen Elementen der Connected World. Für die Messebesucher, Auto- und Technikliebhaber gibt es jedenfalls geballte Intelligenz unter glänzenden Karossen. Wie sehr so viel Technologie hinter dem Steuer am Ende tatsächlich gefällt, wird sich zeigen. Der Autofahrer ist eigentlich als freiheitsliebend bekannt. Und der deutsche Bürger möchte sicher nicht von allzu komplizierten Maschinen abhängig sein.